So Leute, nach dem actionreichen Part von Cold Astra bin ich jetzt wieder am Zug und ja, ja, er hat uns ein paar neue nette Power-Ups da gelassen, zum Beispiel, ja, irgend so ein Pfeil-Dingens, das ich auch nicht verstehe. Er hat uns lila gefärbt, was uns mehr Power verleiht. Und wir durch einen Gegner töten. So, ich wollte noch was sagen zum Thema Facecam, gleich zu Anfang. Ich habe vor, mir in Zukunft eventuell eine Webcam ebenfalls zu besorgen und dass ich dann ebenfalls mit einer Facecam dieses Projekt führen werde. Nein! Oh! Ach, da war schon der erste Tod. Ja, mit einer Facecam dieses Projekt führen will. Und es fängt auch schon gleich richtig toll an. Ich sterbe erstmal allein durch Wasser. Weil irgendwie dieser dumme Engel nicht schwimmen kann. Warum auch immer. Er hat das Schwimmen scheinbar nicht gelernt. Enttäuschende Bilanz. Für einen Engel. Da kommen wir auch nicht ran. Das heißt, gehen wir mal weiter. Boah, ich setze gleich einen Quicksave hin. Jumping Parts ist sowieso nicht mein Ding. Ach, wunderbar, noch so ein Ding. Oh, hm. Hier kommt. Bam, bam. 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 Zack. Und zack. So, safen. Wie ihr vielleicht schon bemerkt habt, ist hier nichts drin. Und das Level hat sich verändert. Der Himmel ist blau. Wir sind draußen an der Oberwelt. Und finden vielleicht bald auch den... Oh, was zum Teufel ist das denn? Ach, das sind diese Dinger, von denen Cold Astra jetzt gesprochen hat. Was ist da? Ja, kommt natürlich auch aus dem Boden raus. Oh Gott. Ah, eine Heilquelle. Gut. Boah, was ist das? Schutzschild? Ja, Leute, das ist Schutzschild. Ja, wir sind unsicher. Schutzschild. Voll die Mighty Power. Anscheinend, wenn man einmal voll geheilt ist, kriegt man scheinbar für einen gewissen Zeitraum so ein Schutzschild. Geil. Und oh, was ist... Was zur Hölle war das gerade? Kommt jetzt Biene Maya auch noch ins Spiel? Ich glaube, dann drehe ich am Rad. Wenn jetzt Biene Maya auch noch ins Spiel kommt. Das wäre es ja jetzt. Das wäre es ja, Biene Maya in der alten Mythologie. Aber das kann nicht sein, oder? Quick save. Was bist du? Nein, ich glaube, die kenne ich. Die klauen uns Items. Boah, vor dem müssen wir aufpassen. Am besten ausweichen. Die können uns Items klauen. Boah, was zum Teufel ist das? Boah, was hier durch die Gegend fliegt, alles ist ja Wahnsinn. Zyklopen und geisterähnliche Wesen, Medusas. Ich bin gespannt, was noch alles kommt. Ist ja fast wie in Castlevania und Ninja Gaiden zusammen hier. Ah ja, bitte. Ich glaube, die Musik hat sich verändert. Wir gehen jetzt scheinbar auf Eis. Ja. Ach, das sind diese Yeti-Viecher.
Stirb, Yeti. Danke, das war glaube ich schon der zweite Tod oder so. Okay, Concentration. Na, komm. Und mitnehmen, danke. Ach du Scheiße, die respawnen ja. Was macht der für einen komischen, epileptischen Tanz da, dieser komische Yeti? Boah, gut, dass jetzt gerade das Eislevel kam, weil ich weiß halt gut, Astra kann überhaupt keine Eislevels leiden. Deswegen tue ich mir gerade einen Gefallen, wenn ich das hier übernehmen darf. Bin gespannt, wie weit wir kommen. Vielleicht sogar schon mal mehr als ein Level. Das wäre geil. Sieht alles noch sehr gut aus hier. Was ist hier drin? Ey, du bist doch verrückt, ey. Komm, tschüss. Gott, ey, habt ihr das gesehen? Habt ihr diese unverschämten Preise gesehen? Ich glaub's nicht. Sowas Dreistes. Vor allem, wie schön lang die Levels sind, gefällt mir. Sorgt für ausreichend Spielspaß. Und ihr seht schon, wir werden immer stärker mit der Power. Das Spiel geht also seines Weges. Denn wir sind Pit. Der mächtige Engel, der von ganz weit oben geschickt wurde, um die Welt zu retten. Mit was schmeißt der Kollege eigentlich? Mit Schneebällen oder sowas? Eiszapfen oder was ist das? Herz, Herz, will ich haben. Nein! Oh, Herz ist weg. Und ich glaube, wir beide, also Kult Astra und ich, haben uns mittlerweile schon so ziemlich verbessert in diesem Spiel. Wenn ich mir das so anschaue. Wenn ich bedenke, wie oft ich in den ersten Parts gestorben bin. Und ich sag's auch noch. Gut, das war jetzt mehr gefailt als tot. Weil ich weiß, dass glaube ich V-Monster VK zählt auch hier wieder die Tode, deswegen werde ich mir hier nicht ganz so viel erlauben, also unter 57 Tode zu bleiben. Das ist mein Ziel. Ich glaube, das schaffe ich. Was ist hier? Defense Mode. Komm schon, Pit, verteidige dich. Wow. Cool, Pit. Ich glaube, deine Eltern werden stolz auf dich sein. Ich bin mal gespannt, wann dieses Level zu Ende ist. Ah, die Zyklopenfrösche wieder. Heilung bitte. Heilung. Ist da Heilung drin? Bitte lass Heilung drin sein. Nein.
Nur so ein unverschämter Händler. Ach, scheiß drauf. Komm, Energie. Haben wir jetzt nötig. Auch wenn es kaum... Auch wenn es kaum Energie ist. Das sieht immer mehr ganz nach dem Eingang des nächsten Dungeons aus. Sind wir mal gespannt. Oh. Und... Yes! Yes! Yeah! Wir haben es geschafft! 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 Ah, und das ist der nächste Tempel, oder? Nein! Oh, das ist das nächste Level. Geil, und es ist Nacht geworden. Oh, oh Gott, und was fällt hier vom Himmel alles? Das ist ja... Das ist ja Wahnsinn, was hier alles so vom Himmel fällt. Oh Gott. Boah, ich werde, glaube ich, so sterben, Leute. Wenn ich mir so betrachte, was hier vom, alles vom Himmel fällt. Hardcore. Ich brauche Heilung. Und zwar dringend. Ganz dringend. Ich würde sagen, das Level hier schaffen wir noch und dann ist Kult Astra wieder am Zug. Weil ich würde ihm schon gern endlich mal einen ganzen Dungeon überlassen. Vielleicht schafft das ja. Also Kult Astra, ich glaube an dich, dass du das... Auch mal schaffen wir so ein Dungeon wie ich. Den ersten. So, was haben wir hier alles? Gucken wir mal hier. Ah, bloß ein Hammer. Okay, gut. Besser als nix. Diese Bodenviecher sind schlimm. Da hat Kult Astra schon recht. Weil, was sind das für komische Dinger? Das sieht aus wie irgendwie rosarote Kugelfische. Und irgendwie, hier... Keine Ahnung, rosa-rote Lava oder so. Und Schneemenschen, die uns töten wollen. Ich könnte mal langsam Heilung gebrauchen. Wäre mal ganz vorteilhaft. Vielleicht ist da welche drin. Schaffst du dieses raue Training? Oh Gott, da kriegen wir bestimmt irgendwas. Oh Gott, das will ich jetzt versuchen. Ob wir das schaffen. Nee, unmöglich. Zu wenig Energie. Das kann man nicht schaffen. Außerdem hat es sowieso wieder so ein komisches Teil gegeben und ja, keine Ahnung, was das ist. Okay, meine Tode steigen langsam wieder, sehe ich gerade. Weil meine Energie ist langsam so arg am Limit. Boah, der da oben, der macht mich ganz nervös da mit deinem Rumgehopse, beziehungsweise Rumgefliege. Nee, Freundchen, bevor du runterkommst. Oh Gott, nein! Nicht so... Ja, ist klar! Ist richtig! Boah, wie unfair! Komm, durch. Okay, vergesst das, wenn sie mit, vergesst die 57 Tode. Einfach nur durch hier.
Wie? Wie soll das gehen? Ach so, durch einen kleinen Sprung. Bitte jetzt keinen Bodengegner. Boah, jetzt wird's eng. Heilung bitte. Irgendwo Heilung. Nein. Keine Heilung. Nur so ein ekelhafter Händler. Scheiße. Ich glaube, ich sitze in der Falle. Ja, ich sitze so ziemlich in der Falle. Ach du Scheiße, wie soll ich jetzt da rauskommen? Jetzt vielleicht? Ja. Nochmal Glück gehabt. Oh Gott, mein Todesbarometer steigt schon wieder in die Höhe, glaube ich. Und der Schwierigkeitsgrad steigt ebenfalls. Aber wir schaffen das, Leute. Wir schaffen das. Ich glaube an den Sieg. Und ich sterbe. Und das nicht zu oft. Das nicht zu selten. Ja, Leute, sterben leicht gemacht. Spielen Sie Kid Icarus. Viel Spaß für die ganze Familie. Ist wirklich tausendmal besser als ein Laubsack von der BSR unter Weihnachtsbaum. Oh. Ja, kommt ihr komischen Grabscher, lasst mich in Ruhe. So, bitte Heilung irgendwo. Ich brauche hier echt mal Heilung. Und kein Zyklopenfrösche, Heilung. Ist klar, logisch. Das war jetzt knapp, der hätte mich fast erwischt. War das knapp. Renn, Pit. Renn einfach nur. Einfach nur durch hier. Oh Gott! Was fliegt vom Himmel? Okay, warten. Von wegen warten. Heilige Scheiße. Gott. Und schon wieder tot. Ist klar. Ich will das... Boah, ich will das schaffen. Ich will das schaffen. Ich sag, wenn ich es schaffen will, dann schaffe ich das auch. Da, das sieht nach Dungeon aus. Nein, nein, nein. So kurz vorm Dungeon. Ist doch ein Dungeon, bitte. Lass ein Dungeon sein, bitte. Kommt aus dem Weg, komischen Zyklopen. Frösche. Das sieht nach Ziel aus. Komm, bitte Ziel. Ja, komm, ja. Ist nicht wahr! Was? Komm rein da. Rein, 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 rein.
Ach, die Dorn haben mich getötet. Scheiße. Ach, das Wasser hat mich getötet. Scheiße. Ey, das kann nicht sein. So kurz vom Ziel, bitte. Komm rein da, bitte. Oh, wir haben es geschafft. Power up. Etche Tode, aber wir haben es geschafft. Und wir sind in Dungeon Nummer 2. Aber... das Erste, was wir machen, ist natürlich... sterben. Ich bin tot. Und Kult Astra, du siehst das Passwort. Und ich würde sagen, ja, das war's von mir, von Rocky Line. Und ja, Kult Astra, ich wünsche dir jetzt viel Spaß in diesem Dungeon. Und euer Wacky sagt tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.